What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, ihr kleinen Scheißer. Ich habe schon ewig lange kein Favoritenvideo mehr gemacht. In den letzten Wochen haben mir mehrere von euch geschrieben und haben gesagt, kannst du sowas mal wieder machen? Weil ich habe mir da immer so Sachen rausgezogen, die ich dann voll cool fand. Und das ist ja eigentlich voll die coole Sache. Ich würde sagen, ich laufe nicht groß drum rum. Wir schauen mal, was Jaco Wursch sich da für einen Scheiß zusammengesucht hat. Fancy thing number one ist eine Kerze. Ich war immer total neidisch auf diese Leute, die immer diese Yankee Candles und so kaufen. Aber die sind ja so ultra teuer. Ich habe letztens nachgeguckt. Diese Kerze kostet im Verkauf 27 Euro. Und eine Yankee Candle liegt auch so bei Ende 20, Anfang 30 Euro. Ey Leute, ganz im Ernst, ne? Wer bezahlt denn 28 Euro für eine Kerze? 15 Euro Fitnessstudio, 30 Euro Kerzen, wenn man sich die Ausgaben im Monat anguckt. Also ist irgendwie erklärt sich mir das nicht ganz. Aber ich habe mir zum Ritual gemacht, regelmäßig zu TK Maxx zu gehen. Und da haben die Kerzen immer runtergesetzt. Ja, und da habe ich diese Kerze gefunden. Und zwar ist das von der Marke, glaube ich, dass das die Marke ist, Reindeer Brew. Was schon mal voll der geile Name einfach ist. Die Richtung heißt Moroccan Spiced Coffee. Also Kevin findet die riecht gut, aber andere Leute haben gesagt, das mögen sie überhaupt nicht. Aber ich stehe auf alles, was so nach Kaffee und Karamell und sowas riecht. Deswegen finde ich die übelst geil. Und sie sieht so schön aus. Guckt, wie sie aussieht. Sie ist ein Beauty. Kommen wir zur nächsten Sache. Und das ist eine App. Eine Menstruations-App. Okay, nein, es ist keine Menstruations-App. Es ist eine Zyklus-App. Ich glaube, dass viele von euch sie kennen, weil sie relativ bekannt ist. Und zwar ist das die App Clue. Das ist, also ist jetzt nur für die Mädels. Tut mir leid, Jungs. Ihr könnt euch die trotzdem runterladen. Das ist kein Problem. Und eure Freundinnen fragen, ob ihr Einblick bei ihr bekommt. Oder ihr könnt es auch selbst tracken. Aber ich weiß halt nicht, ob die App dann eure Menstruation vorhersagen kann. Und ich finde es mega geil, weil ich hatte immer nur Menstruations-Apps, die ich nie regelmäßig benutzt habe. Weil das war immer so ein Kalender. Und ja, dann habe ich das eingetragen, aber ich konnte das, also das Ergebnis von dem nicht sehen. Und ich finde es geil, weil das so ein Kreis ist, wisst ihr? Also ich sehe mal genau, welcher Tag ist, wann kommen meine Tage, wann fängt PMS an, wann ist meine fruchtbare Phase und so weiter und so fort. Also ich nehme seit 4 Jahren die Pille nicht mehr. Und für mich ist es einfach ultra praktisch, weil ich damit gewisse Sachen tracken kann, die für mich voll wichtig sind. Weil seit ich die Pille nicht mehr nehme, bin ich viel emotionaler und gefühlsgeladener und viel hormongesteuerter in manchen in manchen Zeiten des Monats als vorher. Ja, und dann kann ich halt eintragen, zum Beispiel, wie ist die Blutung? Habe ich Schmerzen? Wie ist meine Stimmung? Hatte ich eine erwachsene Pyjama-Party? Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr schön, weil ich meinen Körper seitdem etwas besser verstehe. Sie ist kostenlos, wenn ihr sie haben wollt. Der Link ist unten in der Infobox. Ja, das war mein Wort zum Sonntag. Zum Thema Periode. Es muss doch immer irgendwas passieren. Scheide, Periode, Pyjama-Partys. Es ist einfach schön hier. Es ist einfach schön bei Jaco Wursch. Ich bin in letzter Zeit wieder so ein Fan von süßen Aufstrichen morgens. Im Moment habe ich die ganze Zeit von Veganz die Schokocreme gegessen. Naja, und dann habe ich aber noch etwas viel Grandioseres gefunden. Also etwas Episches. Lotuscreme. Das ist Spekulatiuscreme. Es schmeckt halt 1:1. Wie Spekulatius auf Brot. Und man kann es auch super so löffeln. Es ist natürlich nicht gesund oder so, aber es ist vegan. Es ist einfach das Geilste der Welt. So, womit machen wir weiter? Und kommen wir zur nächsten Sache. Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Scheißteil echt nochmal vorstelle. Es ist so ein Moped zur Haarentfernung. Ich habe das bestellt vor 1,5 Jahren. Ich habe 1 Jahr lang dieses Teil benutzt und es ist nichts passiert. Und dann war ich aber in einem Studio für permanente Haarentfernung. Und dann habe ich gedacht, ich probiere dieses Teil nochmal aus, aber nicht mit rasierten Haaren oder Haaren, die irgendwie erst seit 2 Tagen wachsen, sondern mit Haaren, die so lang sind, wie ich sie für diese Frau in diesem Laserstudio habe wachsen lassen. Ich habe so wenig Achselbehaarung, also ich mache es im Moment nur unter den Achseln, so wenig Achselbehaarung im Moment, es ist so krass. Also wenn ich das so alle 2 Wochen benutze, dann muss ich mir echt nur, weiß ich nicht, alle 1,5 Wochen oder so die Achseln rasieren. Aber es ist halt so, man muss es immer wieder benutzen, weil es wird niemals so sein, dass die Haare ganz weg sind. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall erzählen, weil vielleicht, you wanna try. Ich weiß nicht, was es kostet. Keine Ahnung, 100 Euro oder so. Kommen wir zu einer weiteren Sache, die ich jetzt gar nicht unbedingt hier reingenommen hätte, aber es haben so viele Leute von euch danach gefragt. Mein neuer Hoodie. Da steht, you danced all night, girl, you deserve. Das ist ein Zitat von Drake aus dem Lied Plastic Bags. Und hinten drauf ist ein zensierter
Trump. Ich war mit Marvin Magnificent bei Coexist in Berlin. Das ist so ein kleiner Laden, wo nur so selbstdesignte, also so kleinen Designer irgendwie ihre Sachen ausstellen. Ist halt, ne, alles so self-made. Wirkt eher wie so ein Second-Hand-Shop, wo man sich dann über die Preise erschreckt. Ich wollte ihn eigentlich erst nicht kaufen, weil ich nie, also ich weiß nicht, ich bin immer sehr geizig bei Klamotten, aber Marvin hat dann die ganze Zeit auf mich eingeredet und irgendwann konnte ich nicht anders. Spätestens als er gesagt hat, wenn du ihn nicht kaufst, dann kaufe ich ihn, weil er so geil ist. Ja, und dann musste ich ihn kaufen, weil es war der einzige, der letzte. Ja. Ich möchte euch noch zwei Hörbücher vorstellen. Und zwar ist es das Rosie-Projekt und den zweiten Teil der Rosie-Effekt. Ich habe so viel Spaß mit diesen Hörbüchern gehabt. Es geht um einen Mann, der so in Richtung Asperger-Autismus geht. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich höre ein Hörbuch, was im Kopf von Sheldon Cooper stattfindet. Und es war so lustig und so schön und ich weiß nicht, ich hatte so viel Spaß damit. Deswegen wollte ich es euch einfach mal empfehlen, weil vielleicht ist es auch was für euch. Und noch ein weiteres Hörbuch. Das hat mir auch mal jemand von euch empfohlen. Und zwar ist das das Hörbuch Sophia, der Tod und ich. Und da geht es um einen jungen Mann, bei dem der Tod an der Tür klopft und ihn abholen will. Dann klingelt aber die Ex-Freundin von diesem Typen. Und der Tod kann damit überhaupt nichts anfangen, weil sowas passiert nie, wenn er Leute abholt. Und irgendwie sind die dann in der Welt zusammen unterwegs. Es ist super witzig einfach. Der Typ und seine Freundin, so ein wunderbar asoziales Pärchen ab. Es ist einfach ein Traumpärchen. Ja, wenn ihr sowas auch mögt, zieht es euch gerne rein. So, dann möchte ich noch eine Sache vorstellen, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das ein Podcast. Und zwar ein Podcast von meiner Freundin Laura. Die hat mit ihrer Kollegin und Freundin Ariana einen Podcast auf Soundcloud gestartet. Der heißt Herrengedeck. Ich glaube, alle zwei Wochen kommt eine Folge, die geht so 20 bis 30 Minuten oder so. Und dann unterhalten die sich einfach über den größten Scheiß irgendwie. Und es ist so cool einfach, Leute. Wirklich, ich bin überhaupt kein Podcast-Fan, aber Laura ist aber für mich auch einfach der witzigste Mensch der Welt. Ich fiebere jede Woche auf eine neue Folge. Kommen wir nun aber zur letzten Sache und es ist, oh mein Gott, hat mich das Tränen gekostet. Es geht um die Zeitschrift Emotion. Das ist jetzt nichts Geschäftliches, ja? Etwas, was ich ganz privat für mich gemacht habe. Die Zeitschrift Emotion hat vor einem Jahr mit einer Aktion gestartet. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt. Es geht auf jeden Fall darum, Briefe an sich selber zu schreiben. Meine Freundin Irene hat mir geschrieben, hier, Jaco, mach da mal mit. Und dann bin ich auf die Seite gegangen. Und dann stand da halt, man solle einen Brief an sich selber schreiben, was man seinem Ich in der Zukunft mitteilen möchte. Und dann konnte man ein Datum angeben, wann man diesen Brief bekommen möchte. Und ich habe mir halt einen Brief geschrieben, habe all meine Sorgen und meine Gedanken da reingeschrieben und habe das abgeschickt und habe das komplett vergessen. Und auf einmal, letzten Monat, kommt mein Vater rein mit der Post und sagt so, hier sind noch ein paar Briefe für dich. Und dann war da dieser Brief dabei. Und ich mach das auf und es ist kein Scherz, Leute. Ich habe das gelesen und ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich habe so geweint. Ja, keine Ahnung, es war so emotional einfach mit sich selber zu reden. Es war so grandios, vor allen Dingen, weil all die Sorgen, die in diesem Brief stehen, all die Ängste, die ich hatte, die sind nicht mehr da. Ich habe es in diesem Jahr gelöst. Das, was ich mir in diesem Jahr gewünscht habe, ja, das ist passiert. Und erst da war ich mir bewusst, was ich in diesem einen Jahr geschafft habe. Ich habe diesen Brief schon mal bei Snapchat veröffentlicht. Ich werde den heute bei Facebook veröffentlichen. Das ist am einfachsten, das groß zu machen und das zu lesen. Wenn ihr Bock habt, guckt vorbei, dann könnt ihr ihn lesen. Es ist ultra privat, aber es ist was Schönes und ich finde, ich weiß nicht. Ihr seid coole Leute, ihr wart noch nie gemein zu mir, da kann ich sowas Persönliches mit euch teilen. Und ich wollte euch das erzählen, damit ihr das auch machen könnt, wenn ihr das machen wollt, weil diese Aktion ist dauerhaft, ihr könnt es immer machen. Alle Sachen, die ich euch vorgestellt habe, findet ihr unten in der Infobox. Das Video hat Spaß gemacht. Ich habe übrigens heute beim Aufräumen... Sag mal, wolltest du mich verarschen? Nein. Wisst ihr, was ich gerade erst sehe? Dass meine Leuchte hier reinguckt. Wie scheiße ist das denn? Och, Jaco. Ey, Leute, ne? Ich bin jetzt gerade richtig sauer. Kein Scherz. Also, abgesehen davon, dass ich dieses Kackteil unbedingt haben wollte. Diese komische Beauty-Leuchte, ne? Und ich schwöre, wenn ich damit jeden Tag drehe, bin ich frühestens, nee, spätestens. Guckt euch das an. Da erblindet man, ja? Ich fühle mich jetzt schon wie ein Asiate. Das war rassistisch. Heutzutage ist sowas rassistisch, ne? Früher war das lustig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.